glaube, ich bin live. Hallo, es ist Freitag, der 17. Juni 2022. Und es ist ein warmer Tag heute, aber ich dachte, ich lege mal so 20 Minuten oder so. Wir sind in Wer es glaubt, wer es selig. Ich bin jetzt bei Kapitel 35. Seine Geschichte, die fing ich an in 2006 auf einer Geschäftsreise. Und es fing an mit dem Tod von Bliss. Sie war 95 und gestorben nach ihrem Geburtstag. Und wir folgen ihr ins Nachleben und wir folgen ihrer Familie nach der Beerdigung und so weiter auch. So, jetzt erkläre ich ein bisschen mehr über die Charaktere. Kapitel 35. Holly. Holly ist die Tochter von Bliss, eine der Tochter. Sie hat zwei. Holly entschloss sich, an der See zur Seafront zu gehen, auf der Promenade. Sie hatte ihre Sessions fertig gemacht, etwas früher heute, und manchmal belohnte sie sich mit einem freien Nachmittag. Sie machte ihr eigenes Schedule für ihre Arbeit, und es war nicht schwierig für sie, etwas Me-Time oder Zeit für mich zu erlauben. Hollys Leben war generell sehr beschäftigt, aber seitdem Chris auf Rente gegangen ist und seitdem Tony nicht mehr zu Hause lebt und auf Reisen ist, fühlte sie irgendwie eine Leere im Haus. Und sie ist dadurch gegangen, durch das viele Mütter gehen, die Erfahrung, dass wenn das Haus verlassen wird, sie fühlte sich eigentlich recht lucky, also glückselig, denn ihr Sohn war 23 oder so, als er anfing zu reisen. Er hatte sich entschlossen, für eine Weile in Deutschland zu leben, aber er war jetzt auf dem Weg zurück nach England. Ihr Sohn liebte Hamburg, und als er älter wurde, ist er oft in den Holidays zu seiner deutschen Familie gereist. Sein Deutsch war recht gut und er wollte ein Lehrer werden. Dieses Jahr im Ausland war ein Teil seiner Studien. Omi würde stolz auf ihn sein, dachte sie. Ihre Gedanken wanderten oft zu Bliss. Es war eigentlich ihre Mutter und ihre ewige Erzählung von der Seaside, dass Holly entschlossen hatte, hierher zu ziehen, wo ihre Mutter hergezogen wird. War. Gott sei Dank hatte Chris damit keine Probleme. Er hatte selber Familie gehabt, früher in Dorset, und daher war die Entscheidung, hierher zu ziehen, nicht sehr schwierig gewesen. Sie lebten jetzt hier seit 10 Jahren. Mutti kam erst hierher, nachdem Papa verstorben war, aber sie hatte oft davon gesprochen, zu leben, wo sie das Meer übersehen konnte. Holly liebte, an der See entlang zu gehen. Es war ziemlich windig heute, und sie hatte sich warm angezogen. Für sie war es eine gute Art und Weise, nachzudenken. Sie konnte die Sonne langsam tiefer gehen sehen im fernen Horizont. Bens Freundin war schwanger. Er hatte ihr das geschrieben. Und wahrscheinlich wollte er die Reaktion testen, bevor er es seiner Mutter erzählte. Susan und er waren sehr eng, und Holly fühlte oft, benahm sie sich wie eine Mutterhenne. Ben machte sich Sorgen, ob seine Mutter okay wäre damit, dass er in China eine Frau hätte, weil es so weit weg war. Ben hatte gedacht, es ist eigentlich ein ziemlich großes Ding. Seine Mutter verließ sich sehr viel emotional auf ihn. Er wusste das, und normalerweise hatte er damit kein Problem. Aber er brauchte ein bisschen Distanz von ihr, und Holly musste lächeln, als sie dachte, wie weit er gegangen ist, um die Distanz zu finden. Er liebte seine Mutter sehr, aber sie könnte manchmal etwas anstrengend sein. Sie war immer so besorgt um sein mentales Wohlbefinden und worried über seine Essgewohnheiten und viele Dinge, die sie fand, um dass sie sich morgen Sorgen machen konnte. Er konnte sogar manchmal ihre Unstimmung hören, wenn sie gar nichts sagte. Er hatte Holly heute erzählt, dass er
sie Holly etwas mehr relaxed fand. Aber denn, sie war nicht seine Mutter. Und das war wahrscheinlich der Unterschied. Kein Wunder, Ben und Tony verstanden sich so gut. Die waren wirklich Cousins im besten Sinne. Holly war sicher, dass sie selbst und Susan manchmal schwierig fanden. Genauso wie ihre eigenen Eltern auch manchmal schwierig vorgekommen sind für Holly und Susan. Beide waren Einzelkinder, aber sie waren so eng, dass sie fast Brüder sein konnten. Irgendwie fast sogar besser, dachte sie. Komisch, wie sich das Leben so entwickelt. Jetzt werden wir einen kleinen Chinesen in unserer Familie haben. Zumindest hörte sich das so an zu Holly. Sie hoffte, dass er sich entscheiden würde, hierher nach England zu kommen mit seiner neuen Liebe, so bald wie möglich. Er hatte gesagt, dass er die Absicht hatte, weil er müsste ins Büro nach England für ein, zwei wichtige Meetings und dass er Faye natürlich mitnimmt. Er sagte, das wäre doch gut, wenn alle sie kennenlernen könnte. Sie freute sich für Tony und hoffte, dass Susan sich auch für ihn freute. Sie hat beinahe etwas erwähnt am Telefon heute Morgen. Sie hatte sich auf den Mund halten müssen, damit das nicht rauskam in der letzten Sekunde. Sie waren normalerweise so enge Schwestern, dass sie fast vergessen hatte, dass es noch ein Geheimnis ist. Sie guckte nach oben und Wolken erschienen in der Ferne. Sie sah die Hunde, die am Wasser entlang liefen, und sie dachte sich, dass sie versuchen wollte, Chris zu überreden, dass sie einen Hund bekommen. Sie hat oft an einen Hund gedacht, aber ihr Leben war immer zu beschäftigt und Chris war nicht so ein großer Tierfreund. Sie ging an der Seafront entlang, meistens abends, und sie vermisste beinahe einen Hund zu haben, obwohl sie noch nie einen gehabt hat. Sie war 59 und es wurde Zeit, dass sie ihren ersten Hund bekommt. Das wird mein nächstes Projekt, dachte sie. Sie kann es jetzt viel leichter in ihr Leben hineinfügen und sie wird es mit Susan besprechen, nächste Woche, wenn sie nach London geht. Sie ging zweimal mindestens monatlich in ein Londoner Krankenhaus für ihre Sessions und natürlich blieb sie dann mit Susan. Sie hoffte, Chris kommt heute ein bisschen später nach Hause. Chris kommt ein bisschen später dieses Mal, wenn sie nach London fährt, weil sie hätte gerne etwas Zeit alleine mit ihrer Schwester. Sie entschloss sich, heute Abend mit Chris zu sprechen. Er hatte davon gesprochen, dass er seinen Freund Peter sehen wollte, in Clapham, und das wäre vielleicht eine gute Idee, das zu arrangieren, dass sie beide zur gleichen Zeit fahren und er seinen Freund besucht, während sie bei Susan ist. Sie fühlte sich etwas kalt im Moment und ihr Schritt verschleunigte sich. Sie freute sich, ein schönes Essen zu kochen heute Abend und das mit Chris zu besprechen. Sie konnte sich fast schon vorstellen, einen Hund bei sich zu haben. Sie kam nach Hause und sah gerade sein Auto ankommen und sie winkte ihm zu. Er lächelte. Er freute sich, sie zu sehen. Und Holly umarmte sich selbst mit Vergnügen. Ein kleines braunes Baby. Was wird Tony sagen? Kapitel 336. Bliss sendet Alexei auf seinen Weg. Bliss war jetzt auch involviert in Departing Souls, also Seelen, die wieder in die Inkarnation gehen. Sie hat das noch nie vorher gemacht und sie war froh, dass es Alexei war, dem sie entlang helfen sollte. Sie hat Alexei seit längerer Zeit gekannt und sie war sein Guide vorher schon mehrmals gewesen. Es war gut, dass er so weit gekommen ist in seiner eigenen Entwicklung und sie hat ihn getroffen in seinem Stadium der Nothingness. Diese Periode der Zeit, kurz bevor die Seele reinkarniert in einen neuen Körper, ist eine sehr wichtige Zeit. Es passiert oft kurz Zeit, wenn die Schwangerschaft schon angefangen ist. Es ist nicht immer zur selben Zeit, dass die Seele einkehrt. Der Spark oder der Funke zur Verbindung ist zwar am Zeit der
Gefängnis getan, aber Alexei ist jetzt kein Teil mehr von der Seelenwelt. Aber er ist auch noch jetzt nicht ganz reinkarniert. Er kommt hier oft hin zurück, um Pause zu machen von seinem neuen physikalischen Körper, der jetzt gerade fertig gemacht wird, in seiner Mutter. Der Körper ist gewählt und Wilby wird seins sein, oder ihres. Durch die Schwangerschaft und auch für eine Weile nach der Geburt kann die Seele hier zurückkehren, zu diesem Quiet Place, um sich zu auszuruhen. Sie wird es für eine Weile erinnern. Die Tatsache ist, dass viele Babys, die auf die Erde jetzt geboren werden und in Zukunft, haben ein viel besseres Erinnerungsvermögen von den Existenzen, denen sie vorher gehabt haben. Hier ist große Aufregung dafür, weil wir kommen in eine neue Phase der Evolution und da ist ein Shift, ein Wandel in der erdlichen Evolution. Aber ich habe das noch nicht richtig alles verstanden. Diese Zeit der Ruhe für das Baby ist für den Körper und für die Seele. Der Körper wächst. Es ist ein Prozess, der kein Influenz gebraucht von der Seele, aber der physikalische Komfort effektiert das Gefühl der Seelenerfahrung und es kommt hierher zurück, jedes Mal, um sich wieder zurück an den Körper zu gewöhnen, auf langsame Art und Weise. Es bleibt hier und ruht sich aus und das ist die Zeit, in der ich Hilfe gebe. Die Seele von Alexei freut sich auf eine neue Existenz. Diese Transition ist ein Wunder für Mind und Body. Für Mind und Body. Der Körper, der kommt, ist eine neue Entity. Und die Seele muss lernen, ihn zu habitieren. Die Geburt wird eine völlig neue Erfahrung wieder sein. Und es ist ein großer Event im Kreis des Lebens. Alexei fühlte sich sehr zufrieden. Der neue Körper schien ihm friedlich vor. Sie fühlte schon Freude und Antizipation in der warmen Umgebung. Und er hat fast vergessen seine Verbindung zu Alexei. Bald wird er sie sein und sein neues Leben beginnen. Sie ist voller guter Vorsätze und hofft, dass dieses ein gutes Leben sein wird. Jedoch muss noch ein kleines bisschen Zeit vergehen, bevor sie geboren wird. So, das war Kapitel 36. It's a lovely sunny Friday. Ich wünsche einen richtig guten Freitag. Tschüss.